Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, ich möchte mich als erstes bedanken bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, insbesondere bei meiner Kollegin Silke Gajek, für den Antrag, den wir heute beraten. Denn erstmals ist es möglich, hier im Landtag seit 1990 auf Grundlage dieses Antrags im parlamentarischen Rahmen das Thema Doping umfassend zu beraten. Und insbesondere die Durchführung einer öffentlichen Anhörung hat uns dies auch dann ermöglicht und damit auch die heutige Debatte. Also insofern nochmal vielen Dank an den Antragsteller. Meine Damen und Herren, es war auch absolut richtig, dass der Antrag nicht abgestimmt wurde in der Landtagsdebatte bei der Einbringung des Antrags, sondern dass wir ihn überwiesen haben. Denn erst durch diese Überweisung war es möglich, dass wir im Rahmen einer öffentlichen Anhörung durch die Einbeziehung von Sachverständigen das Thema umfassend und sachlich beraten konnten. Für mich persönlich war diese Anhörung, war in der Anhörung waren die Ausführungen der Vertreter des Vereins Doping-Opferhilfe Marie-Kathrin Karnitz und Thomas Götz besonders beeindruckend. Zum einen war ich beeindruckt von ihrem ehrenamtlichen Engagement im Verein Doping-Opferhilfe und ich möchte mich an dieser Stelle bei den beiden, aber auch den anderen Mitgliedern des Vereins auch nochmal ausdrücklich namens der SPD-Fraktion bedanken. Und zum Zweiten war ich beeindruckt, weil ich natürlich auch an meine Zeit denken musste als Leistungssportler von 1966 bis 1974 beim SC Neubrandenburg, also einen der drei Nordbezirke, anschließend in Berlin beim Sportclub Berlin-Grünau als Rennkanute und insofern durchaus ja, aktiv Leistungssportler in einer Sportart, die auch zu den stark dopinggefährdeten Sportarten gehörte und auch heute noch gehört. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Ergebnis der Anhörung wurde erwartungsgemäß deutlich von fast allen Sachverständigen, dass man eben das Thema Doping nicht auf die Nordbezirke der DDR beschränken kann, wie es der Antragsteller in erster Linie ganz offensichtlich zum Ziel hat. Dazu ist das Thema Doping viel zu komplex und viel zu umfassend und auch viel zu aktuell. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann man dieses Thema nicht nur rückwärtsgewandt diskutieren und beraten. Immer wieder, fast tagtäglich, erreichen uns Meldungen über Dopingfälle. Zum einen sind es Altfälle, sogenannte Altfälle wie Lance Armstrong, der Seriensieger der Tour de France, der und viele, viele andere gedopte Radsportler, die tolle Sportart Radsport inzwischen wirklich praktisch fast ruiniert haben. Oder aktuell die Doping- und Korruptionsaffären des Leichtathletik-Weltverbandes, die dazu führen könnten, dass nicht nur Sportler zu Recht gesperrt werden, sondern dass ganze Nationalmannschaft, in dem Falle die Nationalmannschaft Russlands, von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen werden könnte. Insofern eine Dimension, auch in der Kombination von Doping und Korruption, wie wir sie in der Vergangenheit in diesem Maße zumindest nicht kannten. Meine Damen und Herren, in Auswertung der Anhörung haben sich dann SPD, CDU und Linke auf die jetzt vorliegende Beschlussempfehlung verständigt, die aus unserer Sicht durchaus auch dem Anliegen des Antrages entspricht. Warum? Zum einen, eventuelle Erkenntnislücken in der Aufarbeitung des Dopingsystems in den Nordbezirken der DDR aufzuarbeiten, werden wir gerecht, indem im Landeshaushalt 150.000 Euro für die Förderung von Promotion zu diesem Themenbereich bereitgestellt werden. Und zum Zweiten werden wir dem Anliegen des Antrags gerecht, dass wir die Hilfe und Unterstützung für die in der DDR geschädigten ehemaligen Sportlerinnen und Sportler in den Mittelpunkt unserer Beschlussempfehlung und unserer Positionen auch gestellt haben. Wir begrüßen ausdrücklich, dass durch die Beihilfemöglichkeiten im Beihilfefonds auf Bundesebene für 2016 und 2017 insgesamt 10 Millionen Euro zur Opferhilfe ausgereicht werden und bereitgestellt werden. Ob dieses Geld reicht, das muss man überprüfen, das muss man im Blick haben. Ich gehe mal davon aus, dieser Beihilfefonds wird auch über 2017 fortgesetzt,
Ich halte das für ganz wichtig, dass betroffene ehemalige DDR-Sportler, die diese Beratungsmöglichkeit und finanzielle Hilfsmöglichkeit dann auch zukünftig nutzen können. Es geht dabei nicht nur um finanzielle Hilfe, es geht dabei auch um die Anerkennung des an ihnen verübten Unrechts. Und dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche, die ohne ihr Wissen und Einverständnis systematisch gedopt wurden. Dazu gehört auch der Vorschlag, dass wir möchten, dass die Landesbeauftragte für Unterlagen der Staatssicherheitsdienste als hier im Land als erste Anlaufstelle und Beratungsstelle für betroffene ehemalige DDR-Sportler aus den Nordbezirken ihre Beratungsleistungen erbringt und dieses ausdrücklich in sinnvoller Ergänzung zum Dopingbeauftragten, den es beim Landessportbund gibt. Friedrich Wilhelm Bluschke hat diese Aufgabe und auch insbesondere für aktuelle, möglicherweise auch Beratungen, die vor allen Dingen auch auf Vertrauensbasis durchgeführt werden können, gibt es dieses Angebot beim Landessportbund. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, um den aktuellen und zukünftigen Gefahren des Dopings für Fairness, Chancengleichheit und Glaubwürdigkeit des Sports und, da hat der Minister völlig recht, um das Ansehen des Sports insgesamt und vor allem auch den Gefahren für die Gesundheit der Sportler entgegenzuwirken, meine Damen und Herren, müssen wir gemeinsam auch weiterhin den Kampf gegen Doping im Sport konsequent fortsetzen. Das neue Anti-Doping-Gesetz, das es seit 01.01.2016 gibt, also vor kurzem in Kraft getreten ist, ist dafür sehr hilfreich und ausdrücklich zu begrüßen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind gemeinsam in Verantwortung, insbesondere die jungen Sportlerinnen und Sportler, die heute sich auf den Leistungssport vorbereiten und eine Sportlerkarriere anstreben, teilzunehmen bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen, unser Land dort zu vertreten, sich selbst Ziele zu setzen und Medaillen zu erringen. Wir sind in der Verantwortung, diesen jungen Sportlern sehr früh, wenn sie erst ihre ersten Schritte als Nachwuchssportler antreten, sehr früh zu erziehen, sehr früh aufzuklären und sie, wie gesagt, zu grundsätzlich zu sauberen Sportlern zu erziehen, die fair und ohne Einsatz von gesundheitsschädigenden Mitteln, leistungsfördernden Stimulis ihre Leistungen erbringen. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken bei den Übungsleitern, bei den Trainern und auch natürlich den Sportvereinen für alle Aktive und auch beim Landessportbund, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern eine gute Arbeit leisten im Anti-Doping-Kampf und würde uns auch zukünftig wünschen, dass wir diesen Weg so fortsetzen, denn nur auf diese Art und Weise hat der Sport eine Zukunft, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.